Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen... Was? Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Falls du in der letzten Folge dabei gewesen bist, da haben wir gegen Leipzig im Pokal 2-1 gewonnen. Falls du dich noch immer wunderst, dass es keine Kamera gibt, ich bin noch immer in derselben Aufnahmesession, frühestens, wenn ihr es denn so wünscht. Und damit will ich gar nicht dieses, oh Mensch, wir wollen nicht unbedingt sehen oder sowas, das meine ich damit gar nicht. Ich bin auch nicht böse, wenn wir keine Kamera wollen, ich fühle mich sogar ohne Kamera mal ein bisschen wohler. Hatte eigentlich nie vor, eine Kamera zu benutzen, aber naja. Gut, wir wollen jetzt auf jeden Fall weitermachen und wenn du in der nächsten in der letzten Folge dabei gewesen bist, dann hast du gesehen, dass wir ganz knapp gegen Leipzig mal wieder gewonnen haben im DFB-Pokal. Und ja, wir gucken jetzt mal, wir haben nur 2 Spiele Pause. Optimale Fitness erreicht. Wir haben nur 2 Spiele Pause, unsere Spieler sind aber platt. Wir haben den Trainingsplan natürlich jetzt umgestellt, damit die sich alle ein Stück weit wieder erholen. Das haben sie auch. Rese ist wieder fresh, die sind alle so ziemlich wieder durch, außer jetzt hier Van Bommel ist immer noch platt. Den packen wir vielleicht dann auch mal raus. Stanisic ist auch noch platt. Nicht platt, aber er ist immer noch nicht ganz fit. Bella Kotschap kann noch, dafür werden wir dann trotzdem mal wechseln. Die Zehnerposition könnten wir wechseln. Aber Van de Beek braucht auf jeden Fall braucht auf jeden Fall noch ein bisschen, aber wie gesagt, das ist das letzte Spiel, das ist die Doppelbelastung, die Dreifachbelastung jetzt. Hatten jetzt hier, wenn man hier so guckt, ne, wir hatten Köln, dann hatten wir Roma, dann hatten wir 2 Tage Pause Leverkusen, 2 Tage Pause Leipzig, 2 Tage Pause, jetzt haben wir Stuttgart, dann haben wir jetzt 4 Tage Pause, dann haben wir wieder nur 2 Tage Pause, dann haben wir Freiburg, dann haben wir endlich mal wieder ein bisschen Luft, dann haben wir aber wieder nur 3 Tage Pause und spielen dann gegen Helsinki, dann haben wir wieder nur zwei Tage frei und spielen wieder gegen Leipzig, 2 Tage frei Hamburg, 2 Tage frei Heidenheim, 4 Tage frei und dann wieder Helsinki, 2 Tage frei Hoffenheim. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz eng getaktet. Hier auch da, ne, Roma, dann 2 Tage frei und direkt Bayern. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz eng getaktet hier für uns. Deshalb können wir nur hoffen, dass der Kader da auch breit genug aufgestellt ist. Und ja, wir gehen jetzt rein gegen Stuttgart. Gucken mal ganz kurz, wie die hier alle stehen. Stuttgart ist genau hinter uns. Haben alle noch nicht gespielt. Wir machen den Anfang und könnten dann jetzt immer noch mitspielen dort oben. Ein 5. Platz aktuell. Stuttgart ist 6. Wäre also nicht so schlecht, wenn wir gegen die gewinnen. Gucken wir mal in den Vorbericht. Und dann sehen wir, Schock ist geschockt und steht im Tor. Zakadou und Anton machen die Verteidigung. Also die Innenverteidigung. Klaus und Tolkien machen die Außenverteidiger. Warum ist Klaus näher dran an der Innenverteidigung als dieser Tolkien? Hat das einen Sinn? Ich weiß nicht, ob was da steht, ob da Inali steht oder Inaki. Und Stiller machen die Doppel-6. Die Andrea sieht aus, als wenn er Lippenstift drauf hat. Und Balik Bisha machen die Außen. Cordova und Guirassi machen die Offensive. Pras, Sara, Ito, Lunin, Magliza, Perea und Milosevic sitzen auf der Bank. 4-2-3-1 breit und sie spielen in einem Flügelsystem. Ah, scheiße, die letzte Statistik war Niederlage, Niederlage, Sieg, Sieg. Die haben also gerade eine Durststrecke, das können wir vielleicht ausnutzen. Unsere Leistung ist jetzt auch nicht so, dass wir sagen, Alter, wir sind am Arsch oder richtig schlecht drauf. Ne, wir haben viele Spiele jetzt gewonnen, aber auch viele, oder was heißt viele, wir haben 2 Spiele oder so verloren. Unentschieden war bislang noch gar nicht dabei. Was auch gar nicht schlimm ist, ne? Ich meine, klar, man könnte jetzt sagen, die Spiele, die wir verloren haben, hätten wir lieber ein Unentschieden gehabt. Aber okay, man hätte ja auch durchaus damit rechnen können, dass wir die Spiele, die wir gewonnen haben, mal ein Unentschieden dabei haben. Boom. Auf jeden Fall können wir jetzt vielleicht versuchen, die Durststrecke von Stuttgart auszunutzen. Könnte aber auch durchaus sein, dass wir dadurch, dass Stuttgart jetzt gerade so am Arsch ist, Aufbaugegner sind und genau gegen uns finden sie wieder eine Spur. Das wäre auch nichts Neues, das haben wir auch schon öfters hier miterlebt. Boah, Damenjunge.
Aber ich tendiere zu Ersteres, dass wir das Spiel hier für uns entscheiden. Und ja, dann Leverkusen ein bisschen auf Distanz halten. In der Tabelle und oben mit dranbleiben. Das wäre doch optimal für uns. So, wir gehen rein in den Anstoß. Unsere Aufstellung ist bekannt. 4-2-3-1, sind noch nicht alle ganz fit. Wir spielen in der Heinz von Heiden Arena am 4. Oktober 2025. Schiedsrichterin ist Frieda Pranzelhain. Wir spielen auf ultimativ 5 Minuten und es ist heiter. 15.30 Uhr, weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Aber wie gesagt, wir haben wieder das typische Hannover-Wetter. Es ist immer, immer heiter am Maschsee. Jetzt rollt hier gleich endlich der Ball in diesem Duell, das die Fußballwelt wirklich elektrisiert. Beide Mannschaften wollen heute den Sieg, beide wollen sich zeigen, wollen ein Zeichen setzen. Also bleiben Sie unbedingt dran, wir sind live dabei. Die Fans sind wieder top motiviert in der HDE Arena, so kennt man sie. Ich hoffe, die haben nicht alle Tennisbälle dabei. Wäre ja sehr ärgerlich. So, gehen wir rein. Ihre Kommentatoren sind Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Natürlich, der geschätzte, der einzig wahre, der unersetzliche Frank Buschmann. Und so geht's die Hannoveraner an. Oh, hätte niemals damit gerechnet, dass Bayer den noch kriegt. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten Treffer in diesem Spiel. Stark gemacht. Und der nächste Angriff läuft. Wird vielleicht die nächste Gelegenheit sich hier auszuzeichnen. Zu viel Klein-Klein wieder. Niklas Dorsch. Müssen hier einmal die Lösung finden. Okay, dann nehmen wir den Ball hier an. Huch. Die Gastgeber waren über die bisherige Saison das Team mit der stärksten Offensive. Was haben wir von denen nicht schon alles für Tore erlebt? Das war schon klasse. Gut so. Fast kühne Ball an den Kopf geschmissen. Schade. Schön, Neumann. Oh, den wusste er. Super Pass. Jetzt könnte was entstehen. Oh, oh. Ich hätte gedacht, das war Anton. So einmal Hannover, immer Hannover. Rehse. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Oh. Jetzt gut.
Hallo. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Aber da macht sie doch den Film. Ach, leck mich doch. Das ist eine gute Chance. Du machst ihn nicht rein, hast du mich verstanden? Das kriegst du rot. So, hier ist nochmal Spray, damit das klar ist. So, Kollegas. Ihr wisst Bescheid, ne? Ein Stück noch zurück, komm hier. Ich sprühe hinter die Linie nochmal eine Linie. Bis dahin dürft ihr. Schiri, ich glaube, da ist ein Tennisbälle auf dem Platz. Schiri. Wow. Über den Wolken. Ei, ei, ei. Scheiße. Karma. Eieieiei, das war Anton. Anton, hier. Den hat er aber weggeflankt, oh. Schade. So, Bayer, du weißt, wie es geht. Oh, schade, Donny. Das war gar nichts? Wieso war das gar nichts? Vielleicht hätte ich mal schießen sollen. Ich glaube, wenn sie so weitermachen, dann kann es den ja hoffentlich. Moroja. Das gibt's nicht. Wie viele Chancen denn noch? Ecke kommt's. Da konnten sie nichts. Donny. Oh. Mit Verständnis. Ah, 1-0 nur, das ist zu dünn. Aber wieder so viele Chancen verballert hier. Genau, nochmal eine taktische Anweisung, Jungs. Hier ein bisschen mehr rausspielen, wenn wir da rüberkommen. Ne? Da nochmal durchs Zentrum ein bisschen rüber. Hier nochmal mehr entgegenkommen. So. So, es geht weiter. Durchgang 2 hier in der 1 von 1. Ich glaube. Momentum ist wieder da. So fangen sie den Angriff früh an. Sehr gut. So, was machen sie drauf? Wird doch nichts raus. Neuigkeiten zur Partie im gut, so. Stadion. Ein Tor ist gefallen. Rüber ins Studio. Da gibt es alle Infos. Wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Der Torschütze war Antoine Griezmann. Das ist sein Spiel. Er lauert da immer auf einer Höhe mit der Abseitslinie. Ach, ich kann seinen Namen nicht mehr hören. Kam im genau richtigen Moment. Eiskaltes Tor. Der neue Spielstand damit 1-1. Gespielt sind hier 49 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Ganz energisch. Reingabe jetzt. Macht er gut hier. Klar, hey. Aufgepasst. Da hat er aber panisch geklärt. So, sie werden nun also wechseln. Sie holen sich den Ball. Boah, ausgespielt. Jetzt könnte Stuttgart vielleicht über außen kommen. Hey!
Warum ist die Mitte da so auf? Was? Warum rutscht denn da keiner rein? Meine Fresse. Verteidigen ja wie in echt. Niklas Dorsch. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Warte im Weg. Hallo? Bayer macht auch nur Scheiße gerade. So, wir wechseln mal. Oh, Van de Beek ist tot. Darren, kann der auch Zehner spielen? Kann er. Ist ihm sogar egal, macht er einfach. So, wir bringen Eze, der hat ja eben auch schon mal eine Bude gemacht. Wir bringen mal Hollerbach, damit auch er eine Pause bekommt da oben. Wir bringen mal MB. Schaub vielleicht für meiner. Okay, wir bleiben erstmal so. Dann Axel Zagadou. Klasse, aufgepasst, er hat den Ball. Nein, ich weiß nicht wohin, Alter. Da ist die Reingabe. Oh! Ja, souverän geklärt, trotz des Drucks. Ich dachte, Reese will nochmal. Schaffen Sie hier noch den Sieg? Die Fans glauben. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Chance zur Führung. Jawohl. Wo kam denn der plötzlich her? Wo kam denn der Treffer plötzlich her? Da habe ich ja im Leben nicht mehr mit gerechnet. Ja, mit wem hat er abgeklatscht? Mit der Luft? Ist das die Entscheidung, Gucci? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Energischer Angriff jetzt, sie suchen die entscheidende Lücke. Hallo. Ist es das? Pff, Damen, Alter. Oh, aber wieder, ne? Da geht keiner mehr zum Ball. Ich krieg den Ball einfach nicht geregelt. Nicht geklärt. Hey, der Volkswagen Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Alle Infos gibt's jetzt im Studio. Wir haben hier das erste Tor. Gut drauf geblieben. Wolfsburg. Der neue Spielstand damit ist 1:1. Gespielt sind 79 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Sehr Dribbelschlag, da sehen wir es wieder. Oh. Kann man mal versuchen. Ich würde jetzt aber ganz gerne trotzdem mal kurz hier Miner und Durinbill tauschen. Entscheidung in der Luft, aber gehalten. Ah, wichtig. Und jetzt könnten sie hier eventuell doch nochmal reinkommen in diese Partie. Es gibt eine Auswechslung. Nehmen Dorsch nochmal runter. So, Ecke kommt. Oh, schade, Hollerbach. Aber doch deutlich vergeben. Und das ist auch verdienst der Abwehr.
Ja, die sind zur Stille, machen die Räume eng und er trifft den Ball daneben nicht mehr perfekt. Stark, Hollerbach, Junge. Jonathan Klaus. Das ist auch der Name der Namen. Jonathan Klaus. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Noch stemmen Sie sich hier gegen diese Niederlage. Sie wollen es, Sie versuchen es, aber geht da noch was? Jawohl. Gibt's noch was mit dem Moroja. Oh, der Torwart ist hier. Yes. Oh, schwere Geburt. Schwere Geburt. Ein knapper Sieg, aber das kann Ihnen völlig egal sein. Sie machen zwei Tore. Aber trotzdem, nicht ganz unverdient. Oh, hier, ein Pornos aus der 80er. Schöne Pornobalken da, ne, die Dauerwelle. Genau wie seine Frise hier. Auch so ein bisschen Sachsen-Paule. Ah, prima. Schön, dann haben wir doch noch gewonnen. 2-1. Ich habe schon gedacht, da kommt das Unentschieden, was wir vorher angesprochen haben. Dass wir noch keins haben. Sind aber wichtige 3 Punkte für uns. Damit können wir wieder ein bisschen nach oben klettern, auch wenn es noch früh in der Saison ist. Im zweiten Durchgang gewinnen. Wie war das besser? Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Wir konzentrieren uns aufs nächste Spiel. Sie konnten die Wende noch schaffen. War der Sieg je gefährdet? Ich habe der Mannschaft vertraut. Wir waren besser. Ich habe der Mannschaft vertraut. Oh, da gibt es gar nichts für. Wir hätten schreiben sollen. Wir waren besser. Das zweite Spiel in Stuttgart lief besser. Ich hasse es. Wir waren das entschlossenere Team. Wir waren besser vorbereitet. 2 Siege gegen Hannover unmöglich. Gab es wieder nichts für. Danke für diese kurzen Aussagen. Sehr gerne. So, wir haben eine Nachricht. Warum? Hallo Boss. Sie wissen doch sicher, wie frustriert ich bin, wenn ich nicht regelmäßig spiele. Wenn es dem Team hilft, bin ich gerne bereit, jede Position zu spielen. Ich hänge nicht sonderlich an meiner Stammposition. Ich will einfach nur spielen und der Mannschaft helfen. Ja, du warst doch aber kaputt, mein Junge. Ich musste zuletzt das ein oder andere Mal umstellen. Keine Sorge, ich habe dich im Hinterkopf. Ich musste zuletzt das ein oder andere Mal es freut mich, dass du zu uns stehst. Dein Erfolgshunger ist bewundernswert. Ich kann dir versichern, dass wir mit dir planen. In den letzten Spielen ging es vor allem darum, die ein oder andere Umstellung vorzunehmen und die optimale Balance in der Mannschaft hinzubekommen. Das ist nicht mal gelogen. Van de Beek besiegelt Stuttgarter Niederlage. Van de Beek verhilft seinem Team mit seinem Tor zu einem 2-1 Sieg gegen VfB Stuttgart. Stuttgart. So, dann haben wir im nächsten Spiel wieder ein UEFA Europa League Spiel. Wir müssen aber mal kurz den Plan wieder umstellen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Auch wenn die wieder alle platt sind. Moroja darf gar nichts, oder? So, wir machen Fokus auf Leistung. Wieder Fokus auf Leistung. Fokus auf Leistung. Fokus auf Leistung. 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 Oh, der ist am Platt. Fokus auf Energie. Wir machen bei ihnen ausgeglichen. Meiner machen wir natürlich auch. Fokus auf Leistung machen wir ausgeglichen. Bayer. Auch ausgeglichen. So, alle anderen auf der Bank bleiben so. So, gut. Dann werde ich die Folge noch einmal beenden. Danke, dass du zugeguckt hast. Lass mir gerne was da. Achso, das ist ihre Tabelle, da sind wir Erster. Rapid hat aber sein erstes Spiel auch gewonnen, 2-0, genau wie wir. Das könnte interessant werden. Roma ist jetzt unter Druck, Helsinki aber auch. Das könnte durchaus wirklich, wirklich interessant werden. Aber gut. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da, ich würde mich sehr freuen. Ja, und dann bis morgen um 12. Ciao, ciao.